Das haben Sie sicherlich alle in der Zeitung gelesen, der heftige Sturm, der Regen und auch die milden Temperaturen haben es der Firma Bergmann leider Gottes vereitelt, hier eben halt genügend Eis für heute herzustellen. Aber trotzdem, Sie sehen, alles ist wunderbar geschaffen worden. Uwe Draber, Geschäftsführer von der Bergmann Event Gastronomie, herzlich willkommen. Werde ich auch natürlich den Herrn Bessel begrüßen. Herr Bessel ist unser stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und wir freuen uns immer, dass wir gemeinsam diese tollen Projekte durchführen können. Und last but not least, Eva Sunderbrink, unsere Geschäftsführerin der Essen Marketing Gesellschaft. Was uns auch ein paar Worte sagen kann. Ja, mache ich doch gerne. Ja, sehr geehrte Frau Sunderbrink, sehr geehrter Herr Dr. Neuhaus, liebe Kinder, die habe ich auch gesehen, da ist schon mal eins. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat, aus der Bezirksvertretung, ich habe natürlich auch die Damen und Herren aus der Verwaltung gesehen, der Stadt Essen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und Sie natürlich auch, meine Damen und Herren, die Sie heute hier zum Kennedy-Platz gekommen sind. Ich freue mich, Sie zum 15. Mal bei Essen on Ice zu begrüßen. Doch heute, glaube ich, kann man besser sagen, Essen ohne Eis. Es ist sehr schade, so wie der Herr Gruppe das gerade schon mal gesagt hat, dass wir die Eisbahn heute nicht eröffnen können. Aber gegen höhere Gewalt kann niemand etwas tun, auch der Bürgermeister nicht, leider, sonst hätte ich es getan. Aber ich habe mit Herrn Draber gesprochen und Herr Draber hat mir zugesagt, dass morgen früh um 10 Uhr die Eisbahn eröffnet ist und dass die Pirouettendreher hier drauf können und können dann richtig loslegen. Also, Herr Draber, schon mal einen kleinen Vorschuss, einen kleinen Applaus und dann wird das auch funktionieren. Und aber für die winterliche Stimmung ist ja dennoch gesorgt. Denn die Schmankerlhütte hinter uns vor mir, hinter Ihnen, da können Sie sich wohlfühlen wie in den Alpen mit den dementsprechenden Gaumenfreuden und auch sicherlich mit dem einen oder anderen Wein oder mit einem Gläschen Bier, wie auch immer. Da drin können Sie sich verwöhnen lassen. Und auf Europas größter mobiler Rodelbahn, hier so schräg gegenüber Richtung B&C, da kann man sich natürlich auch den Abhang schon herunterstürzen und dann auch als kleines Schmankerl hinzu, heute kostenlos, so als kleines Äquivalent, denke ich mal, dass die Eisbahn heute noch nicht eröffnet ist. Und wir hoffen natürlich, dass der Wettergott am Wochenende gnädig ist und dann kann man unter dem Lichthimmel, sobald die Eisbahn fertig ist, startet auch wieder das umfangreiche Programm. Wie in jedem Jahr. Disco on Ice, Kids on Ice, mit Carlo, dem Maskottchen der Stadtwerke. Jeden Sonntag ab 14 Uhr die Disco, Entschuldigung, habe ich gerade vergessen, samstags ab 18 Uhr. Alborg Classic on Ice, jeden Sonntag ab 16 Uhr. RWE Winterzauber ab dem 7. Februar. Und die 14. Polarsocker Weltmeisterschaften. Und Polarsocker Benefitspiel, also mit bekannten Persönlichkeiten aus Essen, die treten dann zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. gegeneinander an. Und ich denke mal, es ist schon ein umfangreiches Programm, was hier geboten wird. Bis zum 8. März bleibt der Kennedyplatz das Winterparadies für die ganze Familie. Und damit die Großveranstaltung natürlich stattfinden kann, haben sich viele eingesetzt. Wir haben natürlich gehört, RWE AG Deutschland und die Marketinggesellschaft, diese gelungene Kooperation zwischen Essen Marketing und dem RWE, die möchte ich hier auch nochmal herausheben, denn das sorgt hier alles für eine wunderbare winterliche Stimmung. Und natürlich nicht zu vergessen, die Bergmann Eventgastronomie, die hier die passende Atmosphäre geschaffen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke aber auch den Partnern von Essen on Ice, die ich nicht hier unterschlagen möchte oder vergessen möchte. Das ist die Sparkasse Essen, das ist die Albau AG, das ist Radio Essen, das sind die Stadtwerke Essen, das ist die Privatbrauerei Stauder und die Essener Verkehrs AG. Und meine Damen und Herren, ich bitte Sie auch nochmal, drücken Sie kräftig die Daumen,
dass wir bald ein ruhigeres, ein kühleres Wetter haben und die Eisbahn, wie gesagt, nicht nur morgen früh eröffnen können und die Eisbahn bis zum Ende dieser Veranstaltung auch nutzen können. Ich wünsche allen Besuchern viel Freude beim Wintervergnügen. Herr Dr. Neuhaus, nochmal ganz herzlichen Dank und jetzt sind Sie dran. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ein herzliches Willkommen. Dankeschön. Die Eisbahn eröffnen kann. Ich freue mich aber auch, dass ich in diesem Jahr mit den Damen und Herren hier zu meiner Rechten nicht mit Straßenschuhen aufs Eis muss. Von daher, also irgendwas hat der Abend schon. Wir freuen uns als Unternehmen, dass wir das einmalige Erlebnis hier am Kennedyplatz unterstützen können. Wir selbst werden es als Unternehmen intensiv nutzen. Der AG-Winterzauber, 7. 8. Februar wird sicherlich dann Highlight sein. Aber wenn ich höre, was der Jedinek alles angekündigt hat, dann frage ich mich, wann wollen wir eigentlich nochmal aufs Eisbord gehen? Das ist ausgut. Und das zeigt, dass dieser Event weit über die Grenzen Essens hinaus eine Attraktion ist, dass wir insbesondere nach der Weihnachtszeit, nach dem Silvester irgendwo, damit im Januar, der ja irgendwie irrsinnig lange dauert, sehr schön überbrücken können und das bis in den März hinein, wo es ja dann schon deutlich heller und länger hell ist. Und das unterstützen zu können als Unternehmen, was hier seit 116 Jahren in Essen sitzt, in Essen arbeitet, in Essen lebt und Teil Essens ist, das freut uns ganz besonders. Und deswegen freue ich mich heute Abend mit Ihnen gemeinsam, die Eröffnung nicht auf dem Eis, aber am Eis eröffnen zu können, auf eine schön gelungene Saison und viel Freude mit der Eislaufbahn, mit dem Eisstockschießen und mit all den Events, mit der Rodel und was wir noch alles hier haben. Schönen Abend, alles, alles Gute und viel Spaß damit.